Shalom Aleichem, guten Abend, freut mich euch zu sehen. Wir lernen heute Sera Shimshon für Gesundheit für Elia ben Judith. Heute gibt es in dieser Parasha zwei Parashot, Matot und Mas'e. Und wir beenden Bezrat Hashem die vierte Buch Moshe und die Reise ist zu Ende. Mas'e heißt Reise. Der Sera Shimshon natürlich spricht sehr, sehr viel darüber. Aber heute reden wir über guten Namen, guten Ruf und wie kann man Hashem bringen Nachat Ruach. Nachat Ruach bedeutet Freude an Gott. Und was ist die Aufgabe von Kohen Gadol, von der Oberpriester? In 4. Buch Moshe, Kapitel 35, steht geschrieben, ich lese vor, die Gemeinde soll den Mörder aus der Hand des Blutrechtes retten und die Gemeinde soll ihn wieder in seine Zufluchtsstadt zurückbringen lassen, wohin er geflohen war. Er bleibe dort, bis der Hohepriester stirbt, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Also Hashem sagt uns, wenn einer ist ein Unfallmörder, Unfallmörder ist unangenehm, ist nicht schön, ist nicht gut. Und die Familie glaubt nicht immer, dass es war ein Unfall. Sie denken, hast du das absichtlich gemacht. Es war eine Zufluchtstadt und dort muss er bleiben. Wie lang? Solange der Oberpriester lebt. Kann sein, der Oberpriester ist jetzt 80. Denn in 5 Jahren ist er frei. Kann sein, der Oberpriester ist jetzt 40 oder 50, dann kann er 30 Jahre dort bleiben. Rashi, bis zum Tode des Hohepriesters, denn dieser kommt, die Shechina in Israel wohnen zu machen und Israels Tage zu vermehren. Der Mörder aber kommt, die Shechina aus Israel entfernen und dessen Lebenstage zu verkürzen. Darum ist er nicht würdig, vor der Hohepriester zu erscheinen. Andere Erklärung, und darüber reden wir heute, weil der Hohepriester hätte beten müssen, dass während seines Lebens solche Unfall Israel nicht zustoßen kommt. Also, darüber will heute reden, dem Sera Shimshon, über unsere Verantwortung, nicht nur beten für uns. Es gibt Kreisen. Normaler Mensch betet für sich, für seine Mischproche, für seine Verwandte, für sein Volk, für den Staat, für die Welt. Jeden Mensch aber muss so weit beten, soweit seine Verantwortung ist für diese Leute, da ist. Okay? Der Kohen Gadol ist ein großer Mensch und er ist ausgesalbt von dem Shemen HaMishcha, von dem Öl und er wird heilig und er ist der höchsten Person beim Am Israel, der stammt von Aaron HaKohen. Deshalb trägt er Schuld, Verantwortung, wenn etwas Unglück passiert in seine Schicht, soll er Rechenschaft ablegen. Also er hätte beten sollen, soll sowas nicht passieren. Es kann nicht sein, dass in deiner Schicht so ein Unfall passiert und jemand jung ist von der Welt gegangen. Gut, jetzt beginne ich dem Sera Shimshon. Glücklich ist derjenige, der schwer arbeitet in die Tora und erwerbt in dieser Welt in Mitzvot, und betet zu Hashem, verlässt dieser Mensch mit Shem Tov, mit guten Namen, und macht Nachat Ruach Leyotzro. Also, er bringt einen Midrash, dass glücklich ist der Mensch, der diese Welt nutzt, ausnutzt, seine Zeit ist kostbar, und lässt in dieser Welt guten Namen, und macht Hashem Nachat Ruach. Fragt der Sera Shimshon zwei Fragen. Eins, wie bringt man Hashem zu Freude? Wie bringt man Gott, dass er ist
Wenn unsere Kinder benehmen sich gut, was haben wir? Naches. Das ist unser Wunsch, dass unsere Kinder soll uns Naches bringen. Was ist Naches? Wo die Eltern spüren, die Kinder machen das Richtige und sie spüren, sie machen es nicht das Falsche. Genauso der Rebbeinische Leulam, er hat Naches von uns als seine Kinder, wenn wir das Gutes tun und nicht das Schlechtes tun. Wenn wir das Schlechtes tun, er ist unglücklich. Wenn wir nicht Gutes tun, ist er auch unglücklich. Wenn wir das Gutes tun und das Schlechtes nicht tun, normalerweise, wir sind beliebt, stimmt? Der Serachim schon, ich weiß nicht, was war in seiner Zeit, sagt er, manchmal kann sein, dass der Mensch macht alles richtig. Alles richtig. Betet, macht nicht das Schlechtes, macht nur Gutes, macht Hashem nur Naches und hat einen schlechten Namen. Der hat einen schlechten Namen. Man redet über ihn schlecht. Noch und noch und noch und noch. Wie kann man erfüllen diesen Gebot? Dazu macht nach Truach zu Hashem, weiß ich. Okay, mit Hashem komme ich zum Klar. Ich weiß, ich bin mit ihm im Reinen. Unsere Beziehung kann ich klären beim Guten und beim Schlechten. Habe ich was Schlechtes gemacht gegenüber Hashem? Ich kann es mit ihm klären. Habe ich nicht genug Gutes gemacht, kann ich auch, es auch mit ihm klären. Fragt der Serachim schon, es kann sein, dass der Mensch ist ein Tzadik und sein Name ist nicht gut und man jagt ihm nach und er hat nur Zores am Leben. Beweis, Josef. Josef hat Tzadik. Josef hat Tzadik. Also er bringt einen Beweis. Hier hast du einen Mensch, der macht Naches Hashem. Macht Naches. Josef hat Tzadik. Man sieht, was ein Tzadik. Was hat er? Schlechter Ruf. Schlechte Namen. Man will ihn töten. Man will ihn mörden. Man will ihn. Er fragt, was ist das? Was ist das? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass einer, der sich... Weißt du, es gibt Menschen, die arbeiten auf ihren guten Ruf. Die arbeiten. Der Serachim schon sagt, wir reden nicht jetzt von Clowns. Das ist Spaß. Das ist, der Mensch denkt, er hat guten Ruf. Es ist kein guten Ruf. Auch wenn man hält die tollsten. Ich war schon in hunderte von Trauerreden. Manchmal alle hören und alle machen mit dem Kopf. Erzähl weiter. Wir haben mit ihm gelebt. Also, wem erzählst du jetzt Sipurim? Also, erzähl bis morgen. Und manchmal, man erzählt Schlechtes und du weißt trotzdem, der Mensch ist gut. Also, es gibt beides. Fragt aber der Serachim schon, was bedeutet Verständnis und Gunst zu gefallen im Augen von Gott und Augen von Menschen? Wir beten doch beim Tischgebet, wir beten jeden Morgen, dass wir uns Gunst und Verständnis haben bei Hashem und bei Menschen. Bei Hashem verstehe ich. Hashem weiß wirklich, was ist in meinem Herzen. Aber von wo kann man sich wissen oder garantieren, ob mein Shem Tov, ob mein guter Name ist auch bei Menschen? Manchmal sagen dir die Leute, kola kavod, und hinter der Rücken legen dir ein Schwert. Und manchmal sie sagen dir im Gesicht, sie wollen dir nicht. Die machen ihm Zores. David Amelech, Zores. Josef Azadik, Zores. Reb Nachman Ibreslev, Zores. Der Baal Shem Tov am Anfang, Zores. Der alte Rebbe, hat große Zores mit seiner Schwiegermutter. Alte Rebbe, Zores. Sie liebt ihn nicht. Sie denkt über ihm alles außer Gutes. Bis irgendwann der alte Rebbe muss nehmen seine Frau Rivka und wegjagen von Leozhny und gegangen zu Leadi. Nach 2-3 Jahren hat die Schwiegermutter gemeldet, Slicha, es war Fehler von mir, ich habe sie nicht dem guten Namen von dir gesehen und anerkannt. Slicha, Mechila, Kapara, komm bitte zurück mit uns zu wohnen, wir werden dir all die Krone runterbringen. Schreibt dir der alte Rebbe, wenn ein Kind ist geboren, obwohl war sehr bequem im Bauch, nach der Geburt, der Bauch ist zu klein und der Kind ist zu groß. Also ich bin schon zu groß und der Platz bei euch ist zu klein. Fragt der Serachim schon, ich weiß nicht, was war in Italien in seiner Zeit. Er sagt, wieso Hashem erwartet von uns, nachher Truach zu machen für ihn? Und angenehm und bequem und guten Namen und guten Ruf auch bei Menschen.
Wenn ich etwas investiere um einen guten Ruf, es kommt bei den Menschen lächerlich. Eigenlob stinkt. Also wenn ein Mensch nur von sich die ganze Zeit erzählt, wie gut das dann die Leute... Und manche Leute sind wirklich Tzadikim. Ich glaube mir, ich kenne Leute, die sind wirklich gut. Die meinen es wirklich gut. Sie reden die Wahrheit, die sind loyal, die sind direkt, die sind ehrlich, die sind mit der Chef verbunden und sie haben einen schlechten Ruf manchmal. Weil vielleicht passen sie nicht an zu das, was andere Leute von sie... glaub mir, ich kenne im ersten Grad linige Familien. Leute, die wirklich Tzadikim sind. Gegenüber Hashem. Ich weiß, wie sie leben. Ruf nicht gut. Warum? Wie kann das sein, dass ein Mensch, der wirklich mit Hashem verbunden, der steht, der betet, der macht nur das, was Hashem will, er macht nicht das, was Hashem nicht will. Und beim anderen kommt er rüber einen schlechten Namen. Man ixt ihm. Man mag ihm nicht irgendwie. Das ist die Frage, was wir heute bearbeiten wollen. Das ist die Frage von dem Serah Shimshon. Okay. Er beginnt mit einem Gedanke. Und dieser Gedanke heißt, weil sie haben nur gedacht über Gott und nicht gebetet über andere Leute. Sie wollten solche Tzadikim sein, sie haben nicht Verantwortung übernommen über den anderen. Sie haben nicht versucht, die anderen zu ändern. Ah, ich bin in Ordnung, ich bin ein Tzadik, ein Ibeseder, alles Beseder. Ich lebe so wie Noach. Noach wird genannt ein Tzadik in Pelzmantel. Also der hat einen Pelzmantel, ihm ist warm, der andere ist kalt. Sollen sie gesund sein, sollen sie nehmen auch einen Mantel. Ich habe mit Hashem gute Linie. Also Noach hat 120 Jahre gebaut, die Asche Noach. 120 Jahre, Teva, ein Teva. Und Noach, nach der Aufgabe von was er hat, die Tiere gerettet, danach wird er ein Alkoholiker. So ein Tzadik, Noach ist Tzadik. Gott sagt, Noach ist Tzadik. Wie beendet Noach sein Leben? Mit welchem Ruf? Alkoholiker, guck mal, was sein Sohn, nicht schöne. Warum? Weil Noach war nur ein Tzadik für sich. Der hat nicht gebetet und gemacht für andere Leute. Er hat nicht jetzt versucht, von das bisschen gutes Tzadik, was er hat, auch dem anderen zu überzeugen. Also der Serah Shimshon geht jetzt in einen Schnitt, dass der Mensch passiv lebt, auch wenn er ist in Ordnung, auch wenn er ist ein voller Diamant, besser zu sein, kleiner Diamant und der andere auch Diamanten zu machen. Das wird die Welt viel mehr, wir sind nicht da, um uns zu entwickeln und bevollständigen. Was hat der Papa mehr Freude? Dass ein Kind ist voll gut oder dieses Kind nimmt von seiner Zeit und lernt mit einem anderen Kind. Klar, er freut sich, wenn ein Kind, und ich sehe bei meinen Kindern manchmal, es gibt ein Kind, der kommt, der wirklich, der lernt mit sich selbst oder nimmt noch ein Buch und noch ein Sicha von Rebbe und noch ein Maimer, steht auf früh, das ist ein anderes Kind, der steht mit seinem Bruder zu lernen. Und vielleicht seine Qualität ist ein bisschen verloren in die Tiefe oder in die Stufe, die er alleine erreichen kann. Aber der Serah Shimshon sagt, in dem Moment, wenn du dich unternehmst, auch in deinem Niveau, mit anderen Leuten, das macht im Himmel größere Nachat Ruach, als zu sein ein eigener Tzadik in Pelz, so wie Noach. Wenn du unternehmst mit anderen Leuten, das ist ein Tzadik. Das ist eine, auch wenn David der Melech nimmt 400 Banditen, was weiß ich, so Straßenleute, Zaru Mazokin, Me'arat Adulam, so Leute, die unzufrieden, verbitterte Arbeitslose. Und David nimmt sie zum Kampf und er macht von den Menschen Giborim und Kämpfer. Hashem ist damit mehr zufrieden, weil die 400 Leute waren verlorene Menschen. Es ist viel lieber als Shaul, ein Tzadik, der lebt bei sich im Palast. Okay. Ich sage nur in Klammer, Noach ist gekommen wieder in Gilgul, in Rekarnation bei Moshe. Der Moshe hat gelebt 120 Jahre, nur für den anderen. Sogar sich selbst verzicht, komplett fast. Und Moshe war auch in eine Teva, in eine Kiste. Und bei Noach war 40 Tage Mabul, Sintflut. Und bei Moshe war 40 Tage Torah runterzubringen. Also der Serah Shimshon sieht
auch kabbalistische Gedanken, dass wenn einer war in dieser Welt eine Tzaddik und er war nur Tzaddik für Hashem und er war nicht Tzaddik für guten Ruf, er wird kriegen noch eine Runde. Er wird kommen noch einmal und dann muss er als Moshe Rabbeinu sich selbst fast verloren zu gehen und sagen, Gott, radiere mir von meinem Buch. Also ich bin hier nicht der Punkt. Dein Volk ist der Punkt. Also Moshe Rabbeinu ist genau das Gegenteil von Noachs Tendenz. Noach ist Tendenz, Noach ist Tzaddik. 120 Jahre baut er Teva. Er ist der Tzaddik. Was macht er zum Schluss? Rettet die Tiere. Schkoyach. Schkoyach, sehr schön. Also hat gerettet die Tiere. Sehr schön. Die gibt es viele Vereine in Deutschland, werden Noach nennen als Tzaddik. Gott sagt ihm, dich habe ich gesehen, Tzaddik, aber Tzaddik in Potenzial. Tzaddik in Potenzial und seine Potenzial hat er nicht verwirklicht. Hätte er dieses Potenzial, was er hat gegeben, auf die Tiere gegeben, auf die Menschen, die Welt, was anders. Es ist viel leichter, auf Tiere Mitleid und Mitgefühl für die Tiere zu tun, als für einen Mensch. Glaub mir. Es ist viel leichter, mit 5 Hunden spazieren zu gehen, als mit einem Kind wild in die Schule, da macht die Lehrerin Banana. Glaub es mir. Ein Mensch kann dir wahnsinnig machen. Ein Tier bleibt lieb zum Schluss. Also, Tier ist eine feine Lebenwesen. Ein Mensch kann sein, ein Wilder. Aber deshalb sagt der Sarashim schon, er bringt uns eine ganze Reihe von Menschen, wo ihre Präsenz am Leben hat die Leute gerettet. Er beginnt mit Rabbi Yehuda Hanasi. Rabbi Yehuda Hanasi war der Verfasser von dem Mishnah. 13 Jahre, Rabbi Yehuda Hanasi war eine Geschichte. Einmal er hat gesessen und gelernt und Leute haben genommen Kalb zum Schächten. Und der Kalb ist weggelaufen von ihm, von den Schächters und gekommen unter den Mantel von Rabbi Yehuda Hanasi. Und Rabbi Yehuda Hanasi hat den Mantel gejagt und hat gesagt dem Kalb, geh, Ende von dem Mensch ist der Tod, Ende von dem Tier ist zum Schächten. Und es war keine gute Reaktion von Rabbi Yehuda Hanasi. Von seinem Tzaddik erwartet man Mitleid, Mitgefühl, weiß ich nicht. Auch wenn man das weiß, soll man das nicht aussprechen. Und Gott wollte, dass er auch mit seinem Lebenwesen Schmerzen hat. Rabbi Yehuda Hanasi hat bekommen eine Strafe, 13 Jahre Zahnschmerzen. 13 Jahre. Bis einmal hat er gesehen, seine Putzfrau nimmt weg Ratten und hat gesagt, lass die Ratten in Ruhe. Hashem hat ihm in die Zeit, wo Rabbi Yehuda Hanasi hat Zahnschmerzen gehabt, war nicht in Land Israel Völlgebot. War kein einziger Völlgebot. Weil seine Yisurim, seine Leiden, seine Schmerzen haben gerettet alle Menschen, weil er hat gebetet für alle, weil er hatte Mitgefühl mit alle. Keine Frau hat Völlgebot, weil Völlgebot ist ein sehr, sehr großer Schmerz, die in dieser Welt nicht genug Platz stattfindet. Weil die Menschen wissen das nicht manchmal. Und für die Menschen ist das, als ob es noch nicht geboren ist, es ist noch nicht ein Kind. Das ist, man versteht nicht den großen Schmerz. Rabbi Yehuda Hanasi hat gesagt, ich habe gemacht den Fehler in Geheim, ich mache den Tikkun auch in Geheim. Also ich habe nicht Gefühl gegeben, das was man nicht sieht. Ich werde dem Leid wegnehmen von den Menschen dort, wo man auch nicht sieht, wo Völlgebot ist, ein schwerer Schmerz, was wird in der Welt sehr, sehr wenig bearbeitet oder gesprochen. Was tut sehr, sehr weh. Okay. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, solange hat er gelebt, war keine Regenbogen. Keine Regenbogen. Regenbogen ist ein Zeichen, dass in die Welt viele nicht gute Sachen passieren und Hashem hält sich zurück und lässt nicht sein Zorn runter. Und wir sagen, gedenk dem Bund. Deshalb sieht man, dass Rabbi Shimon Bar Yochai hat gebetet für seine ganze Generation. Und in sein ganzes Leben, was er gelebt, war nicht Regenbogen, war nicht. Und dann kommt die Hauptgeschichte, was der Sarashim schon uns hier in dieser Geschichte von Kohen Gadol erzählen will. Es war ein großer Rabbi, sein Name war Rabbi Joshua ben Levi. Rabbi Joshua ben Levi hatte jeden Tag einen Gast in seine Yeshiva, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi kam jeden Tag zu Yeshiva von Rabbi Joshua ben Levi, und mitgehört und mitgelernt mit die Bachurim, mit alle. Ein Tag ist er nicht gekommen. Zwei Tage ist er nicht gekommen. Drei Tage ist er nicht gekommen. Beim vierten Tag hat Rabbi Yehoshua ben Levi
hat sich bei Hashem stark versöhnt, gebetet, Widui gemacht, entschuldigt, falls hat er was Falsches gemacht. Eliyahu Navi ist gekommen. Shalom Aleichem, sagt Rabbi Shua ben Levi, Eliyahu Mar, wo waren Sie? Sagt er, ist man im Himmel über dich sehr sauer. Warum? Weil 6 Parsaot von hier, also ungefähr 12 Kilometer von dein Yeshiva, gibt ein Wald und eine Löwe hat ein Mensch gefressen im Wald. Sagt Rabbi Shua ben Levi, was habe ich damit zu tun, dass 12 Kilometer von hier im Wald ein Mensch wurde gefressen im Wald? Sagt Eliyahu Navi, das ist genau dein Fehler, diese Reaktion. Was habe ich damit zu tun? Darum ist man im Himmel über dich sehr stark sauer über diesen Gedanken. Und nicht nur, das ist deine Gedanken, das ist auch deine Reaktion. Was habe ich damit zu tun? Du hast damit zu tun. Du hättest so stark gebeten auf dich und um deine Umgebung und auf deine Mitmenschen, dass man sieht mindestens, dass die Radius von den Menschen, die dir wichtig sind, irgendwie geschützt. Es ist was passiert in dem Radius, in dem Kreis von deinen Menschen, die unter deinem, Entschuldigung, göttlichen Radar. Wer hat vermasselt? Du hast vermasselt, dass jemand in 12 Kilometern wurde gefressen von einer Löwe. Soll das nicht passieren? Eine Löwe fressen nicht so gerne Menschen. Der hat genug was zu essen normalerweise. Wenn er kommt zu einem Mensch, muss Ärger sein. Muss Ärger sein. Und diese Ärger bist du schuldig. Okay. Und genauso bringt er auch eine Geschichte von Rabbi Eliezer, da sein Nachbar hat sein Kuh am Schabbat getragen, also Schabbat profanisiert und er hat nichts gesagt. Also manche Leute denken, ich werde nichts sagen, ich will nicht Ärger bekommen. Kannst du diese Liebe nicht sagen? Was brauche ich damit? Ja, aber was passiert, wenn einer macht einen Fehler? Was passiert, wenn einer macht einen Fehler? Gestern war ein Video, dass irgendein französischer YouTuber, habt ihr das gesehen? Ein französischer YouTuber ist gegangen neben einem vollen Kaffee. Der hat genommen einen Gallon mit Benzin, zwar nicht Benzin, aber als ob Benzin. Und der hat sich auf sich gegossen, so Wasser. Und er steht vor dem Kaffee. Und er will sich, niemand macht was. Eine Junge mit Kippa ist gesprungen auf seinen Matches, und hat das von ihm genommen. Und du kannst nicht ignorieren, wenn eine macht etwas nicht normal. Ein Mensch, wir leben in einer Welt. Du kannst nicht leben dein Leben und machen, als ob es mir nichts passiert, als ob hab ich nicht gesehen. Ja, wir haben Nachbarn einmal ein Kind geweint am Schabbat. Haben wir Polizei angerufen, weil er zu lange geweint. Also du kannst nicht bleiben gleichgültig in deiner Umgebung. Warum manchmal Leute ignorieren die Radius, die Umgebung? 1, es geht mir nicht an. 2, ist nicht meine Sache. 3, ich will nicht schlechten Ruf haben, dass ich bin der Petzer oder der Sager oder der Mischer. Es ist nicht meine Sache zu mischen. Sollst wissen, du willst oder nicht, es trifft dir ein. Bewusst oder unbewusst. Einmal wirst du wissen, einmal wirst du nicht wissen. Rabbi Shua ben Levi hat bekommen von Eliyahu Navi, je größer der Mensch ist und will Hashem Nachat haben, so mehr soll er doch Verantwortung übernehmen. Und wenn er gar nicht Verantwortung übernehmen, soll er mindestens für die beten. Es war in Jerusalem. Ein großer Tzaddik, Reb Shlomo Zalman Auerbach. Und sein Kühlschrank war voll mit Einladungen. Bar Mitzwa, Hochzeit. Einmal die Enkelkinder haben gefragt, Opa, warum haben Sie alle Einladungen auf dem Kühlschrank? Sagte, ja, ich gehe nicht zu den Hochzeiten, ich gehe nicht zu den Bar Mitzwa. Aber ich sehe, dass Leute haben Simche. Und ich will dem Datum haben, an dem Tag, wo sie heiraten, will ich mindestens beten für die. Ich will mindestens für die Leute beten, dass es denen alles gut, dass sie haben einen vollen Kühlschrank zu Hause,
dass sie haben was zu essen. Es kann nicht sein, dass mein Kühlschrank ist voll und ihr heiratet ein Ehepaar und ich weiß nicht, ob ihr Leben wird sein mit Parnasse und mit Naches. Ich habe selbst in meine Hochzeit, sagt der Rebbe, leere Kühlschrank. Und jetzt habe ich voll Kühlschrank. Auf meinen Kühlschrank gibt es Einladungen von Leuten, die gerne heiraten. Mindestens soll ich für denen beten. Ich komme nicht zu der Chatuna. Masalto, Hashem, bitte, heute heiratet der und der, gib denen Masel, gesund, Parnasse, sollen sie haben Miete zu bezahlen, sollen sie, das ist meine Verantwortung. Okay. Deshalb beginnt der Serashim schon zu sagen, die Ersten, die müssen beten, sind die Älteren über die Kinder. Interessant, sieht man schon in die Tora, dass alle Menschen, man sieht immer alle unsere Väter, beginnen zu benchen ihre Kinder. Avraham bencht dem Yitzhak, Yitzhak bencht Jakob und Esav, Jakob bencht seine Kinder, bencht seine Enkelkinder, also alle benchen. Warum ist es wichtig zu benchen? Warum ist es wichtig zu benchen? Hashem bencht doch. Warum musst du deine Kinder benchen? Benchen, segnen bedeutet, du bist unter meinem Radius. Du bist unter meinem Radar. Wenn das ist dein Kind, du sagst nicht, was geht das mir an. Du sagst plötzlich, ja, es geht mir sehr stark an. Und wenn ich nicht ändern kann, warum kann ich nicht ändern? Weil ich bin nicht mehr da. Also Yitzhak kann nicht mehr ändern, er ist blind. Jakob ist krank, er kann nicht mehr ändern. Was kann er doch machen? Er kann beten. Was kann beten? Beten bedeutet, Verantwortung zu beten für die Kinder. Sie sollen bleiben in dem Radar, sollen sie bleiben geschützt, soll die Löwe soll sie nicht fressen, soll ihr Leben, soll gehen auf eine richtige Linie. So sagt der Serashim schon. Und da, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich habe so ein bisschen Gefühl, dass der Serashim schon spricht jetzt ein bisschen über sich. Sie wissen, der hat verloren ein Kind. Und er beginnt zu reden jetzt mit Aaron. Aaron hat nicht gebetet für seine Kinder. Steht nirgendwo geschrieben, dass Aaron betet für seine Kinder. Und warum hat er nicht gebetet? Warum hat er nicht gebetet? Er ist doch ein Kohen, Kohen Gadol. Und er hat verloren zwei Kinder, Nadav und Avihu. Sie haben große Fehler gemacht. Und er hätte für sie gebetet, dass Hashem soll sie retten von Sünde. Und das hat er nicht gemacht. Stimmt. Solange Aaron war da, und die Kinder haben noch keine Fehler gemacht. Sie haben gut existiert und gut gelebt, weil die Verdienst von der Papa konnte noch weiter dem Zchut, dem Verdienst, an dem Kind zugute stehen. Also der Chef, dein Kind arbeitet irgendwo und der Chef sagt, ah, der Papa hat bei mir gearbeitet. Ich sage jetzt dem Kind nichts. Weil sein Papa war wegen dem Kavod von Abba. Also ich sage dem Kind kein Wort, aber einen Tag der Papa ist nicht da. Sagt der Chef, ey, hallo, jahrelang habe ich Mund zu, wegen dem Kavod von Abba. Jetzt Abba Allah. Jetzt der Kind ist da, jetzt soll er sich in die Hände nehmen. Jetzt soll er sich gut machen. Und dann, die Schut von Aaron ist weg, weil Aaron hat nicht gebeten beim Chef für die Kinder. Also er hätte beim Chef gesagt, bitte, ich bin gut, aber achte auf mein Kind, dass wenn was passiert. Und da der Chef sagt, aha, es reicht ihm nicht, dass ich war zu ihm gut. Er will auch, dass ich, versteht ihr, was ich meine? Ich will, dass er für seine Kinder, und Aaron hat das nicht gemacht. Solange hat Aaron gelebt, solange das Gut war auf Aarons Hände, aber in dem Moment, wo seine Kinder haben vermasselt, haben sie gesagt, okay, genug seines Gut von Aaron, die kriegen die Strafe, und er hat sie bestraft. Okay. Was haben wir gesehen bis jetzt? Der Unfallmörder sitzt in Fluchtstadt bis dem Tod von Kohen Gadol. Warum? Weil der Kohen Gadol wurde gesalbt mit dem Öl und er soll gutes Herz haben zu beten für alle. Für alle, die unter seine Schirm, für alle, die unter seine Arm. Ich erzähle eine Geschichte, um die Idee noch präsent zu machen. Eine Junge war in Yeshiva
der hat sich nicht gut benimmt. Die Anhala, die Komitee, die Regierung, nicht Regierung, die Leitung von der Yeshiva hat entschieden, die schmeißen ihn weg, weil ein verfaulter Apfel macht den ganzen Korb weg. Ja, aber immerhin, das ist ein Kind, seine Seele. Und sie haben nicht gewusst, ob sie machen richtig oder nicht. Das ist, sie sind gegangen zu einem Tzadik, Reb Aaron Leib Steinmann, Satzal. Und der Rosh Yeshiva erklärt der Rabbiner, wie schlimm ist der Junge und was ist der Grund, warum, wieso kamen sie zum Entschlossen, ihn wegzuwerfen. Und er hört zu und sie glauben, dass sie haben ihn überzeugt. Und sie warten auf seine Reaktion. Und da fragt Rav Steinmann, der Rosh von der Yeshiva, und wie heißt seine Mama? Sagt er, woher soll ich wissen, wie heißt seine Mama? Es geht ihr nicht an, wie heißt seine Mama. Sie haben für ihn noch nie gebetet. Sie haben für ihn noch nie gebetet für die Junge. Und sie wollen ihn schon schmeißen. Sie wissen nicht, wie seine Mama heißt. Sie haben für ihn kein Interesse gehabt, soll er gehen auf einen guten Weg. Bete für ihn. Und wenn es nicht funktioniert, schmeiß ihn. Schmeiß, wenn hast du alles gemacht, was deine Verantwortung hast du nicht gemacht. Du hast genommen den einfachen Weg. Der einfache Weg ist, geh. Der schwere Weg ist, zu beten für ihn und sagen, ja, das ist meine Schüler. Das ist deine Verantwortung. Wenn du werfst ihm, du bist der Kohen Gadol, wo der Mörder ist bei dir. Es ist ein Löwe gefressen bei dir, hinter deinen Rahmen. Denk nicht, dass du machst jetzt alles, was passiert unter dein Dach, ist deine Verantwortung, nicht deine Schuld. Niemand sagt jetzt, dass der Oberpriester kriegt jetzt eine Todesstrafe. Wird man auch nicht beschleunigen seinen Tod. Aber es ist verbunden, dass der Mörder bleibt dort, bis der Kohen Gadol wird befreit. Verstanden? Okay. Gehen wir zu den zwei letzten Aspekten. Moshe Rabbeinu, wenn die Kinder von Aaron, Nadav und Avihu machen einen Fehler und sie bringen fremde Feuer rein in alle Heiligen, kommt Moshe und er sagt Hashem, Entschuldigung, Rebbeinu Shalom, ich will jetzt etwas reden für meinen Bruder. Sie schreiben in die Torah, dass Bäume, die geben Früchte, darf man nicht die Bäume hacken. Stimmt? Steht geschrieben im 5. Buch Mosche, dass ein Baum, der hat keine Früchte, kann man ihm abhacken. Und du Hashem, was machst du? Du willst nehmen die Früchte und lassen den Baum am Leben? Also ich verstehe nicht. Also du schreibst selbst in deine Torah, dass das Früchte soll man nicht abhacken, die Bäume. Was machst du jetzt mit Aaron? Du willst töten seine Kinder und den Baum willst du am Leben halten? Sagt dem Gott, ich werde ihm Hauptsache machen und seine Kinder Nebensache. Warum? Weil er hat für sie nicht gebetet, er hat nicht gesehen, dass das ist seine Früchte. Hätte er gesehen, dass das ist seine Früchte, hätte er für sie mehr gekümmert und gebetet. Was heißt das? Sehr oft sieht man sehr viel in der Welt, aber man sieht nicht, was passiert in der Nähe oder zu Hause oder in die Schule oder im Arbeitsplatz oder in Nachbarschaft. Man hat größten Blick auf sehr viele Sachen. Gestern bekomme ich eine WhatsApp von Chani. Soll ich beten extra für eine Nichte von uns, die schon ein paar Jahre verheiratet und hat noch keine Kinder. Guter Mann, gute Frau, keine Kinder. Soll ich dir was sagen? Ich habe nie gedacht, über sie zu beten. Ich bete über die ganze Welt und links. Und eigene Nichte hat nicht Kinder, macht Handlungen. Es hat mich so berührt. Es hat mich so berührt, weil manchmal du da bist für die ganze Welt und du denkst, ah, da habe ich nicht gedacht, gerade über dem, über jener.
Deshalb, diesen Shiur heute ist enorm, enorm wichtig. Es ist unsere Aufgabe, in diese Welt zu kümmern, zu achten, zu geben dem anderen auch, zu wissen, wir sind da. Wir sind für dich da. Wir beten für dich. Wir stehen hinter dich. Es wird gut sein. Jeder Mensch braucht das. Und mit dieser Kraft wirkt er auch. Wirkt er auch. Man wirkt auch mit dieser Kraft. Hätte Aaron gebetet mehr für seine... Und auch Josef. Josef hat nicht gebetet für seine Geschwister. Er war Zadik, aber für sich. David hat gebetet für sie. Wenn Sie gucken, den Psalmen von David, fast immer redet er nur von sich. Meine Vater und Mutter haben mich verlassen. Ich bin ein einsamer Vogel auf dem Dach. Manche Kapitel redet er bitte auf die ganze... Aber fast dem ganzen Psalmen spricht sehr, sehr singular. Er spricht sehr, sehr für sich. Manchmal ruft er, lass uns alle loben Gott. Deshalb, Tfilah, Gebet, ist nicht nur Text zu lesen. Tfilah bedeutet, ist prüfen, wie weit und wie wichtig ist mein Radar. Was kommt unter mein Schirm? Wir sind nicht Kohen Gadol und ich bin nicht der Oberrabbiner von Brooklyn und nicht die Lubavitcher Rebbe. Okay? Der Rebbe konnte gehen zum Zion von seinem Schwiegervater. Ich bin sicher, er hat gemacht alle Listen und niemand vergessen. Und immer, wenn einer hat geschrieben, einen Brief zum Rebbe, der Rebbe hat gesagt, ich werde sie erwähnen am Grab von meinem Schwiegervater. Also der Rebbe hat Listen gemacht, um niemanden zu vergessen. Okay. Was ist mit uns? Wir sind doch kein Rebbe. Wir sind keine Rabbi Shimon Bar Yochai und kein Rabbi Shua Ben Levi und kein Kohen Gadol. Die Antwort lautet, sagt der Zera Shimshon, doch. Wir sind doch Kohen Gadol. Wir sind doch Oberpriester. Unsere aktiven... Wann beginnt die Verantwortung? Wenn diese Verantwortung hat zu tun mit meinem Ruf. Überall, wo meine Verantwortung hat zu tun mit meinem Ruf, bis dahin ist mein Radar. Das heißt... Es gibt Sachen, mit großem Respekt, die sie nicht jetzt mit mir zu tun. Aber wenn das hat zu tun mit deiner Umgebung, wenn dein Nachbar geht nicht gut, geht dir auch nicht gut. Wenn deine Kollege geht nicht gut, geht dir auch nicht gut. Wenn jemand von der Familie geht nicht gut, geht dir auch nicht gut. Wenn jemand von deinen Freunden geht nicht gut, du kannst nicht jetzt über ganzen Hessen und ganzen Deutschland jetzt beten. Aber unter dem Radar von dir soll man doch, es geht nicht jetzt, ob das jetzt 12 Kilometer, es geht nicht jetzt um ein Maß von, es geht um den Radius, es geht um die Verantwortung über die, mach dir eine Liste. Du weißt nicht, wer sind die Leute unter deinem Radius, mach dir eine Liste, wer sind die Menschen, die dir wichtig. Ich versuche in meine Gebete von Zeit zu Zeit alle anschließen, die mir wichtig sind. Und wenn es denen was Gutes passiert, ich bin sehr, sehr, sehr froh. Sehr, sehr froh. Und wenn Chas V'Shalom etwas passiert, ich fühle mich ein Versager. Ich hätte vielleicht mehr gebetet. Ich hätte vielleicht mehr gebetet oder mehr Joshua ben Levi, soll nichts passieren in meinem Radius. Und ich will dir nur sagen, persönliche Geschichte, vor vielen Jahren war irgendeine Zeit, wo es war innerhalb zwei, drei Wochen zwei oder drei Selbstmord in dieser Radius. Ich bin sehr sensibel. Ich bin hingegangen zu einer von den Gemeindevorsitzenden in Frankfurt. Ich sagte, ich brauche mit dir Gespräch unter vier Augen. Ja, was ist? Sag ich, ja. Das ist unsere Verantwortung. Etwas ist nicht in Ordnung. Ich weiß nicht genau was. Wenn sowas passiert, das ist für uns eine Armutsurkunde. Soll es nicht passieren. Wenn jemand fehlt ihm was in seiner Gemeinde, er hat noch keinen Grund, sein Leben zu nehmen. Es spielt keine Rolle, ob das 1 Million Euro und es ist aber 3 Millionen Euro
oder wie schmutz oder wie schlimm ist die Geschichte. Und wir können nicht später sagen, wir haben nicht gesehen, wir haben nicht gewusst. Doch, wir haben gewusst, wir haben gesehen, wir haben ignoriert. Und das ist unsere Schuld. Wir müssen immer wachsam sein. Manche Leute nehmen ihr Leben, weil sie waren nicht mutig zu wissen, dass jemand hat sie unter dem Radar. Und wenn wir geben die Menschen dem Gefühl, du hast mich unter deinem Radar, ich habe dich unter meinem Radar, in wahren Momenten denkt er, nein, ich will ihm das nicht machen. Er wird traurig sein. Ich erzähle immer diesen Witz. Einmal rauf eine hier zu Hause und Hillel war dann am Telefon. Wo ist dein Papa? Sag, mein Papa ist nicht da. Ich muss dein Papa dringen, ich will mich umbringen. Sagt er mir, hör mal zu. Ohne Erlaubnis von meinem Papa, du darfst gar nichts machen, du darfst dein Leben nicht töten. Mein Papa wird sehr sauer sein, wenn du bist tot. Bitte mach das nicht. Du, der Junge lebt noch heute. Er wollte Aufmerksamkeit, so, weißt du, manchmal ist man im Not. Aber die Tatsache, dass du weißt, dass du bist unter dem Radius von jemand, schenkt eine große Freude. Deshalb schenken wir heute große Verantwortung für eure Familie, für Ilia Ben-Judith, Refuah Shlema, gute Besserung, starke Kräfte für euch alle. Nicht immer können wir helfen, aber ignorieren können wir nicht und beten und anschließen dem anderen in unsere Kavanah, sagen wir immer Amen. Immer wenn einer sagt mir, Shlomo, ich bete für dich, sage ich immer Amen, Amen, Amen. Es ist für mich immer, immer ein guter Wunsch. Du weißt nie, von wem kommt die Gebet an bei Hashem. Und andererseits, wenn Hashem kriegt so viele Empfehlungen über jemand, das ist die Idee von Shem Tov, guten Ruf. Also Hashem sagt, ui, der betet für ihn, der betet für ihn, der betet für ihn. Wieso? Ah, ist doch wichtig. Ich lasse ihn. Ich gebe ihm doch die Wünsche. Das ist so eine Unterschriftsammlung. Deshalb ist sie sehr wichtig. Wenn der Mensch betet bei Hashem alleine, viele melden sich, aber Hashem kriegt nicht die Masse. Aber wenn Leute nehmen sich Verantwortung, auch über den anderen, auch in Gebete, auch wenn wir leben heute in einer Welt, wo Gebet ist vielleicht nicht so bei Menschen als Handlung gesehen. Die Torah sieht noch immer ein Gebet als eine wunderbare Sache. Und ich werde schließen mit einer Geschichte. Rab Zera ist nie gegangen auf ein Schiff, wo es war auf dem Schiff nur Juden. Er hat immer gesucht ein Schiff, wo viele andere Gläubigers, Konfessionen sind dabei. Und hat man gefragt, Rab Zera, warum machst du das? Sagt er, ja, alle sind Kinder von Hashem und alle beten, soll der Schiff soll nicht sinken und irgendein Gebet wird bestimmt im Himmel gebaut. Immer wenn ich fliege in Flugzeug und neben mir eine betet Azoi und eine betet Azoi, ich sage Hashem, Shkoyach, Toda Rabba, sollen sie beten. Und bei unseren letzten Flügen, ich glaube von Zypern, ich habe gebetet. Chani hat gebetet und noch ein griechischen Orthodox hat gebetet. Wir haben alle zu dritt gebetet. Und bei dem, und da guckt er auf uns, sagt er, ja, so schön, dass ihr betet. Sagt, ja, so schön, dass sie beten. Sagt er, nu, Hashem soll unsere Gebete anhören. Und natürlich sagst du nicht bei der Reise, Hashem, bring mir bitte Safety, sicher zu mein, du redest singular, plural, Tolicheinu leshalom, Vetismecheinu leshalom, Vetazideinu leshalom, Vetagieinu, Limchos chefzeinu, Lechaimu leshalom. Auch wenn ein Mensch fährt alleine, er betet plural. Warum? Hilft nicht, dass wenn du betest, dass ich komme gesund nach Hause. Fährst du gut mit dem Auto, aber ein anderer Meschugener fährt krumm. Ein anderer Meschugener kracht sich und macht sich. Deshalb betet man für alle, dass alle Leute heute auf dem Autobahn sollen fahren richtig. Tolicheinu leshalom, tismecheinu leshalom, vetachzireinu leshalom und kehr uns zurück zu unserem Leben, zum Frieden. Shkoyach.